Komm schon mal in den Groove rein. Halleluja! Hey Mann! Hier sind wir, meine Lieben. Wunderbar. Ich habe dich gerade aufgenommen, du hast es nicht gemerkt. Wir kommen gerade aus Amazing Grace, einem Dokumentarfilm, der eigentlich in den 70ern gemacht wurde und erst jetzt zu sehen ist, über die wunderbare, großartige Göttin Aretha Franklin. Und eine Aufnahmesession, die sie in einer Kirche gemacht hat, 1972, um ein Gospel-Album aufzunehmen. Mhm. Wow. Dieses Gospel-Album war das meistverkaufte Gospel-Album aller Zeiten. Mhm. Und dieser Film, ja, wie du schon sagtest, dokumentiert die Aufnahmen, aber der ist sehr viel mehr. Der ist eigentlich eine Reise in das Herz des Gospel. Anders kann man es nicht ausdrücken. Aber auch in das Herz der 70er Jahre, ja. eines sozusagen einer schwarzen Kirche und einer Frau, die eben viel mehr bedeutet, als nur so ein Popstar zu sein, die eben ihre Wurzeln wirklich ganz tief im Gospel und in der Religion hat. Und hier dieses Album aufnimmt, zusammen mit einem Chor, einem wahnsinnig guten Chor und einem Reverend und das Ganze vor Publikum, und es findet über 2 Tage verteilt statt. Und das ist sehr interessant, weil am ersten Tag ist es so halb voll, da sitzen sehr viele Leute, die tatsächlich zu dieser Kirche gehören, die sich denken, wow, was ist denn das hier, also krass. Am zweiten Tag ist die Kirche komplett voll. Ja. Die Hälfte der Leute sind plötzlich weiß und Mick Jagger sitzt auch mit da, weil man hat gehört, die Aretha ist in town und macht hier irgendeine ganz, ganz schön krasse, geile Nummer. Und genau. Tatsächlich, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich hätte diesen Film locker noch 2 Stunden angucken können, ja. Obwohl er zu 80% daraus besteht, dass sie da steht und singt. Ja, aber man spürt auch, ja, man sieht wirklich, es wird unglaublich viel geschwitzt in diesem Film. Man sieht, was für eine wahnsinnige Arbeit das auch ist. Also wie körperlich anstrengend das ist, was ich zum Beispiel einfach auch ganz bemerkenswert finde. Jeder, der ein bisschen singt, wird nachvollziehen können, der Chor saß fast die ganze Zeit. Und es ist unglaublich schwierig, druckvoll im Sitzen zu singen. Und dann zwischendrin springen die Leute auf, ältere Damen, ältere würdige Damen, flippen plötzlich komplett aus, brechen dann so kurz zusammen. Mhm. Also das sind Szenen, dann sieht man immer wieder aufs Publikum und sieht diese unglaubliche Lebensfreude und auch diese, wie die Leute wirklich auch die Texte und deren Bedeutung in sich aufgesogen haben. Ja, und vor allem, was sie tatsächlich macht, wenn man sie live sieht. Ne? Also die Emotionen, die sie ja perfekt steuern kann. Diese Aufnahmen sind original von Sidney Pollack, der die für Warner Brothers damals aufnehmen sollte und sind aus technischen Gründen und ich glaube auch aus rechtlichen Gründen erst jetzt sozusagen für die Öffentlichkeit einsehbar. Ja. Und was ich sehr interessant finde, auch noch an diesem Film, ist sozusagen das Extradiegetische. Also sprich nicht Aretha Franklin selbst, sondern was darum rum abgeht. Mhm. Denn man muss 2 Dinge sagen. Zum Ersten, der Dreh ist ein völliges Chaos. Völliges Chaos. Ich weiß nicht, wie viele Kameramänner da sind. Ich geschätzt 7 bis 10, ja, die sich alle im Weg stehen und sich über die eigenen Beine fallen und alle versuchen, den Money Shot zu kriegen, anstatt sich ein bisschen aufzuteilen. Man sieht die dauernd im Vorder- und im Hintergrund irgendwo rumrennen panisch mit den ersten sehr interessanten so Handheld-Kameras, was ich auch, also sozusagen für Techniker auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und man merkt, also Sidney Pollack steht da so ab und zu in der Ecke und macht so ein Foto, aber so richtig irgendwie den Hut auf hat er nicht. Nee. Und auch das Material ist dementsprechend auch, sagen wir, ein bisschen eklektisch. Aber ich finde das ganz passend, weil das passt zu dieser Stimmung, die dort herrscht. Genau. Die passt, irgendwo zwischen völliger Panik und Wahnsinn irgendwie changiert. Ja, Ekstase auch. Ne? Also, genau. Aber was ich noch ganz krass fand, ist tatsächlich die Männer in diesem Film. Wir haben Aretha Franklin, die ihr eigenes Album aufnimmt. Die Frau hat gerade, ich weiß nicht, 20 Nummer 1 Hit hinter sich. Und 5 Grammys gewonnen schon zu dem Zeitpunkt. Und wird konstant von Männern irgendwo hingeschubst, hingestellt. Die Typen stellen sich davor, sagen ihr, was sie tun sollen, nehmen ihr das Mikro weg. Also sie wird gegängelt. Mhm. Die gesamte Zeit wird sie gegängelt und steht irgendwie still in der Ecke. Und das ist, man sieht genau, wie viele Leute, und vor allem Männer, sie komplett vereinnahmen und gar nicht darauf achten, was sie eigentlich möchte. Und das ist tatsächlich auch nochmal ein sehr interessantes Zeitbild, was man da erkennen kann. Ja, und dann kommt noch dazu, bei der 2. Aufnahmesession ist ihr Vater anwesend. Oh, da also wird es eisig auch, im Raum. Ja, das ist ein Reverend und er ist tatsächlich, also sie hat ihre Karriere im Prinzip damit begonnen, dass sie mit ihrem Vater auf Tour gegangen ist und Gospel-Songs gesungen hat. Und ja, sobald dieser Mann den Raum betritt, ändert sich die Atmosphäre und er ist die ganze Zeit sehr beherrscht. Er hält dann auch eine Rede auf seine Tochter, aber es ist nie, dass man irgendwie so auch spürt, dass er seine Tochter liebt, sondern eher, dass er sie
kontrolliert. Mhm. Und man merkt es auch an den Blicken, die da fallen, dass das eine sehr schwierige Beziehung ist. Also ja. Das ist wirklich, und also das so einzufangen, das ist, glaube ich, eher aus Versehen sozusagen ja. passiert, aber das ist deutlich spürbar. Genau, und das ist das Spannende an diesem Werk. Nicht nur, dass Absolut. Man Aretha Franklin 72 in ihrer Hochzeit nochmal sehen kann, sondern dass man auch all diese sozusagen diese Extra-Sachen jetzt plötzlich sieht, die man erst weiß, weil jetzt 2019 ist und man die Geschichte sozusagen mhm. schon kennt. Also das macht Amazing Grace zu einem Film, der wirklich extraordinär spannend ist. Ja. Und also wirklich ein fantastischer Endpunkt für diese Berlinale. Und er ist perfekt mit dem einen Film, den du als Meisterwerk beschreiben würdest von der Berlinale, den wir auch noch gesehen haben. Genau, So Long My Son, ein chinesischer Wettbewerbsbeitrag. Der eine, der durfte. Ja, der eine, der durfte. Den Namen des Regisseurs erspare ich euch, weil ich könnte ihn eh nicht richtig aussprechen. Wir blenden es ein. Aber es ist ein Film, eine 175-minütige Reise durch drei Jahrzehnte chinesischer Geschichte, komprimiert am Leben zweier Familien. Und diese zwei Familien sind durch ein schicksalhaftes Ereignis verbunden. Und zwar beginnt es mit diesem schicksalhaften Ereignis. Die Söhne der beiden Familien sind befreundet mhm. und die sind am Anfang an einem Stausee. Und der eine will baden gehen und der andere ist ein bisschen ängstlich. Und der eine, der halt der Mutigere ist, Hänslina sagt, komm, sag doch nicht, ist, so schlimm, ist nicht so schlimm. Schnitt. Und der ängstliche Junge liegt tot im Wasser. Ach, scheiße. Und die Eltern, man sieht dann, wie die Eltern herbeigerufen werden. Also das ist der ganze Auftakt, wie der Vater den leblosen Körper auf die Arme nimmt und losrennt zum Krankenhaus. Ne? Und wir folgen den ganzen Weg. Und das ist sozusagen der Moment, der dann die ganze Geschichte in Bewegung bringt. Mhm. Die Eltern des verstorbenen Jungen ziehen dann weg, weil sie im Prinzip diese Nähe nicht mehr aushalten, auch diese Nähe zu dem Ort, wo das passiert ist. Und es gibt aber immer wieder Berührungen zwischen diesen beiden Familien. Und man spürt auch, dass es da ein Geheimnis gibt um diesen Todesfall. Also etwas, was nicht aufgeklärt ist. Es gibt eine schuldhafte Verstrickung. Es gibt immer wieder Versuche, dieses untröstbare Leid dann doch irgendwie zu kitten, was natürlich nicht funktionieren kann. Und das alles ist sehr fein eingefangen mit einer wundervollen Kamera, die wirklich immer wieder Bilder auf die Leinwand malt. Es gibt immer wieder Leitmotive, musikalische Leitmotive, die wieder aufgegriffen werden. Dann ist der Film wieder ganz ruhig, hat überhaupt gar keine Musik, dann ist ganz pointiert wieder hochgezogen. Also für mich ist es wirklich ein absolutes Meisterwerk, ich kann es nicht anders sagen. Und man ist gleichzeitig immer, also die Menschen, egal was denen passiert, es ist immer so eine Wärme dabei. Mhm. Also, hast du schon Informationen, ob er einen deutschen Verleih hat? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das was wird. Naja, wir werden euch darüber berichten. Und ansonsten würde ich vorschlagen, ihr geht auf unsere Webseite, geht genau. auf So Long My Son und ganz oben rechts auf der Seite habt ihr den Kinowecker, den ihr euch jetzt stellen könnt. Dann kriegt ihr eine Information, sobald dieser wunderbare, meisterwerkliche Film einen Verleih hat und ins Kino kommt und verpasst ihn nicht. Genau. So, aber jetzt Schluss vorbei mit Berlinale 2019, das letzte kostliche Jahr. Wird nicht unser letztes Jahr sein, nur seins. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und wir freuen uns schon. Und das nächste Mal berichten wir aus. Kann. Ja. Geil. Au revoir.